Herzlich willkommen in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Kell am See. Ich bin Pastor Kai-Georg Quirin und freue mich, den Gottesdienst zum vierten Sonntag der Osterzeit mit Ihnen jetzt zu feiern. Mit mir hier in der Kirche feiern unsere Organistin und die beiden Küsterinnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir schauen auf zu Jesus Christ, so hieß es gerade im Eingangslied. Dieses Aufschauen heißt nicht, dass wir uns die Köpfe verrenken müssen zu einem, der weit über uns thront, der sehr fern von uns ist. Sondern es heißt eigentlich nur, dass wir den Blick aus dem Alltag heben und Gott anschauen, der nicht fern ist, sondern unmittelbar in unserer Mitte, als der, der lebt und das Leben schenken will. Er ist in unserer Mitte und wir grüßen ihn und sagen, Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Ehre sei Gott in der Höhe.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leiden auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seele. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitchristen, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Was bedeutet das eigentlich? Was ist denn ein Leben in Fülle? Welche Bedeutung hat denn dieses Leben in Fülle? Wie kann man das verstehen? Als erstes kommt einem doch eigentlich in den Sinn, was Leben in Fülle im Sinne Jesu nicht meinen kann. Es kann nicht meinen, ein Leben in vollkommenstem Wohlstand, ein Leben mit allem, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, ein Leben, das alles mitnimmt, was auf der Bahn liegt, das kann es doch eigentlich nicht sein. Was aber ist es, dieses Leben in Fülle, was Jesus uns da verspricht, verheißt? Was ist das, von dem er kommt und sagt: Ich bin gekommen, dass ihr das habt und ich bringe es euch? Was kann das sein? Stellen wir uns doch die Frage, liebe Mitchristen, was erfüllt uns denn? Was brauchen wir in unserem Leben, dass es sich erfüllt, ein bisschen voll anfühlt? Das ist natürlich eine materielle Absicherung. Ohne die wird es ganz, ganz schwierig, das wissen wir. Was aber brauchen wir darüber hinaus? Ich glaube, da sind die Antworten sehr verschieden. Die einen brauchen viel Ruhe, Zeit für sich. Andere brauchen Gemeinschaft, Gesellschaft. Wie viele brauchen ihre Freundschaften, Beziehungen, Familie? All das heißt Leben in Fülle, wenn ich das finde, was mich erfüllt. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir stehen, wo so vieles nicht möglich ist, wo wir mit so vielen Sorgen auch in die Zukunft schauen, stellt sich diese Frage doch aufs Neue. Was erfüllt mich? Was brauche ich, um Erfüllung zu finden? Was kann Jesus mir geben, das mich erfüllt? Das ist ein Leben ohne Schwierigkeiten, ohne Sorgen, ohne Leiden, ohne Probleme, ohne Traurigkeiten ist. Danach sieht es nicht aus. Das zeigt uns der Blick auf das Leben Jesu selbst. Es endet wie unser aller Leben mit dem Tod, aber auch natürlich mit der Hoffnung auf die Auferstehung. Was ist es aber dann? Vielleicht heißt Leben in Fülle, einfach ein Leben im Einklang zu haben. Mit mir, mit meinen Mitmenschen, mit Gott. Und in diesem Einklang zu gehen, den Lebensweg, hoch und runter, durch die tiefe Schlucht und auf die hohen Höhen. Ist das nicht Leben in Fülle? Erfüllt zu sein mit Einklang, mit Gott, der Welt und mir selbst. Und das will Jesus uns geben, der Einklang mit der Schöpfung, den Einklang mit dem Schöpfer.
öffnen wir uns für Jesu Botschaft, dass er uns wirklich diese Fülle schenkt. So verschieden sie sich ausgestaltet, im Letzten ist es der Einklang mit Gott, der Welt und uns selbst. Amen. Herr Jesus Christus, du liebst die Menschen, du willst ihnen die Fülle des Lebens schenken. Höre unser Bitten. Für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und denen nun Orientierung und Halt fehlen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Frauen und Männer, die infolge der aktuellen Situation von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit bedroht oder betroffen sind. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die jetzt verstärkt nach fairen Lösungen für den Arbeitsmarkt suchen und für gerechte und angemessene Bezahlung sorgen können. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Politikerinnen und Politiker, deren Entscheidungen weitreichende Folgen haben. Für alle, die sich auch weiterhin um ein solidarisches Miteinander und angemessene Lösungen bemühen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, deren Leben durch eine schwere Krankheit bedroht ist. Für alle, die in Medizin und Wissenschaft nach Medikamenten und Impfstoffen forschen, die der Heilung dienen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Christinnen und Christen, die in dieser Krisenzeit in Freude und Entschiedenheit ihren Glauben bezeugen, in physischem Abstand und innerer Nähe zu den Menschen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten besonders für junge und ältere Menschen, die eine geistliche Berufung spüren und diesem Ruf Gottes folgen möchten, und für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche vorbereiten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen, die nicht mehr unter uns, aber jetzt bei dir leben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, höre unser Beten. Schenke uns deinen Geist, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir alle Zeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mach sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, der mächtige Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns mit den Worten beten, die der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahr uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und er sprach den Friedensgruß. So bitten auch wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Halleluja. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Herde, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag unter Gottes reichem Segen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch der allmächtige und der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.